herkommen. Im Namen Gottes, der zu uns gekommen ist. Im Namen Gottes, dessen Kommen wir immer wieder neu erwarten. Friede sei mit uns. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Palmsonntag. Wir können noch immer nicht in der Kirche zusammenkommen, aber dennoch kommt Gott zu uns. Zu jeder und jedem Einzelnen, dahin, wo sie gerade sind, wo du gerade bist. So wie er es schon vor Jahren getan hat. Da kam er nach Jerusalem und ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. Viele erwarteten ihn. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, riefen sie. Hosianna, das ist hebräisch und heißt übersetzt, hilf uns doch. Das ist noch heute unser Ruf, wenn wir Gott erwarten. Wir freuen uns auf sein Kommen und jubeln ihm zu. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir freuen uns auf ihn, weil wir von ihm Hilfe erwarten. Hosianna, hilf uns doch. Ja, Gott, hilf uns auch heute. Wir erwarten dich. Komm doch zu uns. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Komm, o komm, du Geist des Lebens. Im Gesangbuch unter der Nummer 134. Wir singen die Strophen 1, 2 und 5.
69. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 731. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen. Und aus dem tiefen Wasser. Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge. Und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht und deiner Magd. Denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze dich. Das Evangelium für den Palmsonntag steht bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm die Menge auch entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus! Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch von dem, der da war, und der da ist und der wiederkommt. Amen. Liebe Gemeinde, eine verkehrte Welt ist das. Alles steht Kopf. Ein Winter, der keiner war. Viel zu warm, viel zu trocken. Letzte Woche dann die Uhr auf Sommerzeit umgestellt und sieh an, es schneit. Verkehrte Welt. Die Frühlingssonne lockt uns nach draußen. Normalerweise hätten jetzt die ersten Biergärten geöffnet.
Das erste Eis des Jahres im Eiscafé, ach, wäre das schön. Aber nein, alles zu. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, heißt es. Macht die Tore weit? Weit gefehlt. Die Türen bleiben verschlossen. Keine Besucher bei Oma und Opa. Keine Kinderstimmen auf dem Spielplatz. Winterschlaf statt Frühlingserwachen. Verkehrte Welt. Inmitten dieser verkehrten Welt lesen wir heute eine Geschichte aus der Bibel, in der es ebenfalls um verkehrte Verhältnisse geht und die deshalb vielleicht besonders in unsere Zeit und zu uns sprechen kann. Diese Geschichte beginnt schon verkehrt, denn Jesus ist zu Besuch im Haus eines Aussätzigen. So hießen damals die Menschen, von denen alle Abstand halten sollten. Aussatz war der Sammelbegriff für Krankheiten wie Schuppenflechte, Krätze oder Lepra. Unansehnlich und mehr oder weniger ansteckend. Um sich nun vor Ansteckung zu schützen, wurden die Aussätzigen nahezu verbannt, in Quarantäne gesteckt. Solange sich an ihrem Erscheinungsbild nichts änderte, mussten sie sogar oft außerhalb der Stadt wohnen. Heilungen waren selten. Schneller als durch die Krankheit starben die Aussätzigen den sozialen Tod. Wer Aussatz hatte, wurde gemieden und gehörte nicht mehr zur Gesellschaft dazu. Die Gesunden blieben unter sich, um sich ja nicht anzustecken. Und nun lesen wir davon, dass Jesus bei Simon zu Besuch ist, bei Simon, dem Aussätzigen. Jesus hielt sich demnach nicht an die gängigen Abstandsregeln seiner Zeit. Im Markus-Evangelium lesen wir im 14. Kapitel: Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Jesus war zu Besuch im Haus Simons, des Aussätzigen. Verkehrte Welt. Das durfte er nicht. Und doch saß er mit ihm zusammen am Tisch. Sie aßen und redeten miteinander. Nicht nur die beiden, sondern noch einige mehr. Wer alles anwesend war, erfahren wir nicht. Vielleicht ja die Familie von Simon. Vielleicht mieten sie ihn nicht so, wie es vorgesehen war. Vielleicht aber auch andere Aussätzige, allesamt aus der Gesellschaft verbannt. Wir erfahren nur, dass auch mindestens eine Frau dabei war. Ihr Name bleibt unbekannt. Sie kommt auf Jesus zu
mit einem äußerst kostbaren Fläschchen Nardenöl in der Hand und schließlich gießt sie dieses Öl über Jesu Kopf. Verkehrte Welt. Warum tut sie das? Das Öl ist ein Vermögen wert. Wenn sie es nicht braucht, warum verkauft sie es nicht? Was hätte man mit dem Geld nicht alles machen können? Wenigstens spenden können hätte sie es, damit es den armen Menschen zugute kommt. Stattdessen läuft es nun Jesus über den Kopf und in die Haare. Was für eine Verschwendung. Verkehrte Welt. Warum hat sie sich überhaupt Jesus genähert? Als Frau der damaligen Zeit darf sie das gar nicht, sich ohne Aufforderung einem Mann nähern. Und dann auch noch so eine sinnlose Handlung. Verkehrte Welt. Jesus, sag doch auch mal was dazu. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Verkehrte Welt, Jesus nimmt sie in Schutz. Ja, mehr noch, er adelt sie förmlich. Ihre Aktion war nicht sinnlos, nein, sie war ein gutes Werk. Er deutet ihr Handeln als Salbung zu seinem Begräbnis. Überall, wo in der Welt das Evangelium verkündigt wird, soll auch von ihr die Rede sein. Ihre Geschichte gehört zur frohen Botschaft dazu. Was für eine Auszeichnung! Dabei bescheinigt ihr Jesus, dass sie lediglich getan hat, was sie konnte. Eine verkehrte Welt ist das. Und doch führt dieser Satz von Jesus zur tieferen Erkenntnis. Sie hat getan, was sie konnte. Mehr ist es nicht. Kein hochambitionierter Auftrag, dafür ein schlichtes Handeln aus Liebe. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat sich ihre Liebe zu Gott etwas kosten lassen, als sie das teure Öl für Jesus öffnete. Was Gott damit zu tun hat? Jesus erzählte den Menschen von Gott. Und er lebte ihnen die Nähe Gottes vor. Wer Jesus erlebte, spürte etwas davon, wie Gott ist. Die namenlose Frau hat in der Anwesenheit Jesu Gott erkannt. Denn da kam einer zu ihnen ins Haus des Aussätzigen. Einer, der sie nicht aussätzig behandelt hat, sondern der zu Gast war an ihrem Tisch, der ihre Gemeinschaft teilte und mit ihnen gegessen hat, der mit ihnen sprach und sich ihre Geschichte anhörte. Er ist zu ihnen gekommen und er ist geblieben. Eine verkehrte Welt ist das, aber genau dahin kommt Gott. Gott bleibt nicht auf sicherer Distanz. Gott hält keine Abstandsregeln ein. Gott kommt genau dorthin, wo scheinbar alles verkehrt läuft. Selbst wenn alle anderen auf Abstand gehen, kommt Gott uns nah.
denn das kann er, also tut er's. Da sein und zuhören und dabei beinahe unbemerkt das Verkehrte verwandeln, neue Hoffnung schenken und Liebe wecken. Gott kommt zu uns, um uns zu begegnen, zu jeder und jedem Einzelnen in der je eigenen Situation. Zu dem Mann, dessen Welt Kopf steht, weil er nun jeden Tag von zu Hause aus arbeiten muss, wo die Kinder ständig seine Aufmerksamkeit beanspruchen. Gott kommt zu ihm und er spürt, dass ihn die Situation nicht etwa erdrückt, sondern dass er doch dankbar für die Kinder ist. Und er spürt, die Kraft dazu, den Spagat zu meistern, die gibt ihm Gott. Gott kommt zu der Frau, deren Alltag von Traurigkeit bestimmt ist und die doch für einen Moment Freude empfindet, weil Gott ihre Aufmerksamkeit auf etwas Schönes gelenkt hat. Gott kommt zu uns, manchmal unbemerkt. Doch wo er hinkommt, verwandelt er unsere verkehrte Welt und ermöglicht neues Leben. Und wir? Wie reagieren wir darauf, wenn wir Gottes Anwesenheit erkennen? Die namenlose Frau kann uns zum Vorbild werden. Sie kann unseren Namen tragen. Dann gehört auch unsere Geschichte zur frohen Botschaft dazu. Wie hat die namenlose Frau reagiert? Sie hat getan, was sie konnte. Ja, liebe Gemeinde, mehr ist es nicht. Aber das Wenige ist wichtig und notwendig. Es ist wichtig, wenn wir das tun, was wir können, wenn wir das tun, was gerade dran ist. Aus Liebe zu Gott werden wir Teil der frohen Botschaft. Was können Sie tun? Macht die Tore weit, öffnet eure Herzen, denn der König kommt und zieht bei uns ein. Bestimmt haben Sie schon eine Idee, was konkret für Sie in dieser Woche dran ist. Per Telefon oder per Brief kommen auch Sie in jedes Haus, um nachzufragen und zuzuhören, um Hoffnung zu teilen und ganz nebenbei das Verkehrte zu verwandeln. Sie hat getan, was sie konnte. Gott lasse ihr Tun zum Segen werden. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Hilf, Herr meines Lebens. Wir singen gemeinsam das Lied im Gesangbuch unter der Nummer 419.
Wir gehören zu dir. Du kennst uns mit Namen. Dir sind wir wichtig. Darum bringen wir vor dich, was uns wichtig ist, was uns bewegt und belastet, was uns beschäftigt und beschwert. Wir vertrauen darauf, dass du uns hörst und uns hilfst. Nimm von uns die Sorgen und Ängste und verwandle sie in Zuversicht und Hoffnung. Wir bitten, Hosianna, hilf uns doch. Für unsere Stadt beten wir, für alle Menschen, die hier wohnen, für die Gesunden und die Kranken, für die Einsamen und die Ruhelosen, die zur Ruhe gezwungen werden, für die Gestressten, für Singles und Paare und Familien in ihrer je eigenen Herausforderung, für die Menschen, die gut zurechtkommen. Wir bitten, Hosianna, hilf uns doch. Für unsere Region beten wir, für alle Menschen, die hier arbeiten, für die Ärztinnen und Ärzte, für die Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, für die Verkäuferinnen und Verkäufer, für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Ordnungskräfte, Polizistinnen und Polizisten, für die Behörden mit all ihrer Verantwortung. Wir bitten, Hosianna, hilf uns doch. Für unsere Welt beten wir, für alles Leben, für die Politik und die Wirtschaft, um richtige Entscheidungen zum Wohle aller. Für die Menschen, die durch die wirtschaftlichen Einschränkungen in ihrer Existenz bedroht sind. Für die Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Hunger. Für das Aufatmen der Natur. Für ein Umdenken und neue Prioritäten des Lebens. Wir bitten, Hosianna, hilf uns doch. Für uns selbst beten wir und für unsere Lieben, um Einsicht und Beherztheit, um Hoffnung und Zuversicht. Erneuere unser Vertrauen in dich. Stärke die Gewissheit, dass wir im Leben und im Sterben, in Krankheit und Gesundheit und auch im Tod von deiner Hand gehalten sind. Wir bitten, Hosianna, hilf uns doch. Mit dir beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu gedenken. Im Gesangbuch unter der Nummer 91 singen wir die Strophen 1 bis 5. Musik.
Der